Die Sätze, die Deniz Naki vor 2 Jahren in der Türkei sprach, sie klingen heute fast wie eine Prophezeiung. Viele wollen, dass ich hinter Gittern bin. Viele wollen auch, dass ich sterbe. Deswegen kann es vielleicht sein, dass wir heute reden und in einer Woche bin ich weg und ich bin tot. Der Fußballer, geboren und aufgewachsen hier in Düren, Profi in Paderborn beim FC St. Pauli und Kurde. Inzwischen spielt er in der Türkei. Als er 2016 auf Facebook einen Sieg seines Vereins den Opfern der Kämpfe zwischen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei und dem türkischen Militär widmete, wurde er für 12 Spiele gesperrt. Dann kam er vor Gericht. In zweiter Instanz verhängte der Richter eine Bewährungsstrafe, 18 Monate wegen Terrorpropaganda. Und nun 2 Schüsse in der Nacht auf der A4 abgefeuert aus einem Kombi, der neben ihm fuhr. Er war in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Das Ganze hat ungefähr in Höhe der Anschlussstelle Langerwehe stattgefunden. Und es ist zu mehreren Schüssen gekommen, die allerdings nicht den Herrn Naki verletzt haben. Auf der Autobahn habe er Todesangst durchlitten, sagte Naki in einem Zeitungsinterview. Für ihn ist klar, hinter dem Anschlag stünden entweder der türkische Geheimdienst oder jemand, dem seine politische Haltung nicht passe. Ist das nur eine Verschwörungstheorie? Die Sicherheitsbehörden müssen jetzt klären, wer hinter diesem Anschlag steckte. Aber es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es jemand ist, der etwas mit seiner politischen Haltung zu tun hat oder das kritisiert. Und wir haben als Grüne immer wieder darauf hingewiesen, dass es durchaus eine Situation momentan ist, die zu einer Gefährdung von bestimmten Personen, die Erdogan und seine Regierung kritisieren, führen kann. Tatsächlich wird vor Anschlägen gewarnt. Der armenische Abgeordnete Garo Paylan im türkischen Parlament sprach Ende 2017 von Geheimdienstnetzwerken, die in Europa auf Gegner der Erdogan-Regierung angesetzt seien. Auch der Mann, der bereits 2013 diese 3 kurdischen Aktivistinnen in Paris ermordete, soll Kontakte zum MIT gehabt haben. Und die NRW-Landesregierung spricht von Erkenntnissen, dass die türkische Regierung die Rocker der Osmanen Germania unterstütze und von ihnen Informationen über Gegner Erdogans bekomme. Natürlich gehen wir allen Hinweisen nach und wir ermitteln auch in alle Richtungen. Aber belastbare Hinweise bzw. Erkenntnisse dazu, was wirklich als Motiv hinter dieser Tat steckt, können wir derzeit noch nicht machen. Die Schüsse auf der Autobahn? Sie haben auf jeden Fall Fragen aufgeworfen. Wie sicher sind Erdogan-Gegner in Deutschland?